So, ein herzliches Willkommen. Warum ist eigentlich so scheiße viel Aktivität gerade auf dem Rechner? Ich verstehe das gar nicht. Nein. Oh mein Gott, Linus Torvalds spielt auf dem Rechner. Ja. Na gut. Siehst du, mal gucken hier, ob ne, dieses typische. Klingt gut. Okay. Wir wollen mal ganz kurz, siehst du, wir können eigentlich mal auch mal, ne? Wir können ja mal ganz kurz, können wir mal, ne? Können wir, ne? Ja. Let's play. Und zwar mal mit der normalen Version. Also der, Quatsch, normalen Version, als wenn es eine normale Version gibt. Mit der 0.17er Version. 0.4.17er Version. Können wir mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo ist mein Server. German. 9 Leute sind da gerade drauf. Na, geht ja. Wir gehen aber natürlich über den offiziell, also über offiziell klar, also über den lokalen Weg rein. Jetzt weiß ich gar nicht, der hat die 17. So, müsste passen. Haben wir eigentlich schon ein Konto? Weiß ich gerade gar nicht. Bin gerade ein bisschen unsicher. Dann werden wir sehen. Ob wir am Spawn landen? Ja, wir landen am Spawn. Habe ich denn eigentlich schon mal gezeigt? Alter, was ist denn hier passiert? Ich glaube, da muss ich wohl irgendjemandem mal die Rechte entnehmen. Okay. So, mal gucken. In Box. Hallo, ich wollte fragen, ob du Ärgerzeile mitgeben kannst. Ist ja noch uralt. Weg damit. Ja, was hier am Spawn passiert. Okay, gut. Mal davon abgesehen, hat doch jemand die Nierenkatze entfernt. Ja, man merkt schon, dass der Server nur so nebenbei läuft und ich hier kaum Support gebe, weil der halt einfach, ne, ist ja von der älteren Version und das habe ich eher für die Spieler gemacht, die Bock drauf haben. Hab zwar das schöne Haus gebaut und das schöne Haus gebaut, aber man sieht ja, wie es einem die Spieler danken. Ja. Na gut, ansonsten hat sich irgendwas. Oh, da hinten ist ein neues Haus entstanden. Das ist sogar eins, was relativ gut aussieht. Also vom Weiten. Das ist ja von mir. Aber das hier ist neu. Das hier ist noch ein Haus. Lol, die beiden Häuser kenne ich noch nicht. Es ist sowieso unendlich viel gebaut worden hier auf dem Server. Ah, das Haus ist von der guten JJK1. Dann könnte das Haus vielleicht auch von ihr sein. Weil vom Baustil her ist es ähnlich. Haus Nummer 14. Ah ne, Maserati. Ah, na schau mal, na guck. Oh, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Und bevor jetzt alle kommt, nein, wir werden auf dem Server kein Let's Play machen. Das ist, ich glaube mal, das ist ein Haus aus Erde. Geil. Ja, nicht so. Auf dem Server wird es definitiv kein Let's Play geben. Das könnt ihr mir aber glauben. Aber ich muss nachher mal nochmal auf dem Server rüber gucken und das Ding wohl mal wieder aufräumen. Das sieht ja schäbig da aus. Schäbig sieht es da aus. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut, dann würde ich mal sagen, hauen wir doch mal ab. Beziehungsweise können wir gleich das ganze Ding beenden. Wir spielen ja mit einer anderen Version. Und zwar mit der wunderschönen 5E10er. Wieso eigentlich 5E10 und nicht 5E11? Alter, was habe ich jetzt mit 5E11? Alter, ich bin so im Klicker-Hero-Dingsabumster. 5.12. 5.11. 5.1.1. Mann, dammit. Ja. Ich habe übrigens mal geguckt, leckt mich am Arsch. Oh, achso, ist noch eine falsche. Ich habe übrigens mal geguckt, war das richtig? Ja. Nein, war's nicht. Ach Mann, was ist hier heute los? Ich wollte mir alle ärgern hier. So jetzt. Ich habe übrigens mal geguckt, wir sind hart am Arsch. Also Lava ist tatsächlich ultra rar.
Wir befinden uns im Let's Play so ungefähr auf einer Tiefe von 1,1 oder 1,2 oder 1,3 tausend Blöcke, also so 1100 bis 1300 Blöcken Tiefe befinden wir uns gerade. Also wir haben die Tausender-Marke zumindest schon mal unterschritten. Wahrscheinlich haben wir deswegen jetzt auch so viel Mese und so. Aber ich habe mal als, ne, als normaler Spieler, ja, hier können wir komplett aufhören. Ich habe hier geguckt, hier geht's gar hin. Ich habe mal hier als Walker mein Server mal besucht. Kannst du mal bitte die Schnauze? Ich werde jetzt hier. Hau dich tot. Ich habe mal als Walker den Server besucht. Wo ist das Wasser? Okay, hab's Wasser. Wasser weg. Hab mal als Walker den Server besucht. Und hab mal die Pfütze von unten angeguckt. Also hier gibt's kein Sulfat. Und dann bin ich als Walker mal diesen diesen Tunnel hier gefolgt, aber so leicht versetzt, also durch die Erde durch, damit ich so links und rechts mal gucken kann, was hier so eigentlich so abgeht. Der gesamte Tunnel über, das hier, ist die einzige Lava, die hier bei uns überhaupt in der Nähe des Tunnels ist. Der gesamte Tunnel runter, bis minus 1000 noch was, ist kein bisschen fucking Lava. Selbst wenn wir diesen Tunnel noch weiter fortführen würden, hätten wir frühestens ab minus 2000, glaube, bin ich auf Lava gestoßen. Also streifenderweise, glaube. Oder direkt, ist auch egal. Auf jeden Fall müssten wir halt noch fast 1000 Blöcke weiter graben, um auf Lava zu kommen. Und wir alle wissen, wie lange das der Tunnel jetzt schon gedauert hat. Das ist einfach nee. Aber, als ich mich dann mal umgeguckt habe, so in den Bereich, wo wir schon waren, da habe ich gesehen, da wo wir jetzt sind, also wenn wir jetzt hier runterspringen, so, hier, unsere letzte Bastion. Sieht voll geil aus. Sehe ich unser Haus? Nee, wird gerade zu schnell geladen. Unsere letzte Bastion. Wir haben hier einen relativ guten Spot tatsächlich. Und zwar müssen alles, was wir jetzt tun müssen, ist hier graben. Und dann in eine gewisse Richtung graben. Und dann kommen wir tatsächlich auf ein Lava-Vorkommen. Yay! Also hier in der Nähe gibt es kein Lava-Vorkommen. Wir müssen also ein bisschen graben. Aber, ja, wir kommen bald auf Lava. Wir müssen erstmal gerade ausgraben. Oh, hier ist Sand. Weg da. Alter, ganz schön dunkel hier. Oh, ist der Splitter kaum noch kaputt. So. Und irgendwann kommen wir hier auf eine Leere. Oh, Diamant. Mesa. Oh, noch mehr Mesa. Oh, ganz viel. Alter, was ist hier los? Ich will doch Lava und keine Mese. So, ich steige wieder hoch. Och, knack dafür. So. Füllmaterial haben wir da. So. Bop, bop. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange wir jetzt überhaupt graben müssen hier. Also auf jeden Fall, ja, Lava ist ultra selten geworden. Ich weiß nicht, ob es an dem Seed liegt oder an dem Map-Gen oder überhaupt an einfach daran, dass wir immer Pech haben mit allem. Auf jeden Fall haben wir Pech mit allem. Oh, das ist schon das Loch. Oha. Oha. Upsili. So, und hier müssen wir jetzt auch runter. Oh, hier ist Diamant. Noch mehr Diamant. Das heißt, wir gehen einfach mal an der Stelle auch direkt einfach runter. Und zwar schräg. 45 Grad. Ich hätte halt gerne meine Fackel wieder. Aber ich glaube, an die komme ich nicht mehr ran. Na, doch. Ja. Dankeschön.
So, dann kommt die nämlich hier hin. So ungefähr. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der Weg ist, ja. Also wir baggern jetzt einfach ein bisschen und dann gucken wir mal. Alter Schwede. Dass es so schwer werden würde, hier ein bisschen, ne? Ein bisschen Kacke zu bekommen. Mal hier ein bisschen größer. Dass man hier auch wieder langlaufen kann. Ja, das war super. Gold bauen wir eh nicht mehr ab. Und selbst wenn, wäre der eine Goldblock auch egal. Oh ja, schön, ne? Mal schön die Decke frei halten. Alter, hoffentlich laufen wir auch richtig. Ich weiß nicht, ob die Flucht jetzt wirklich so super stimmt. Ich habe nur so ganz grob geguckt. Hoffentlich kramen wir uns jetzt nicht an der Lava vorbei oder landen direkt in der Lava. Ja, ich passe ja extra auf hier ein bisschen. Ach, mal, Alter, weg da mit dir. Oh, danke. Übrigens, mein Clicker-Game ist mittlerweile so unendlich fortgeschritten. Ah, ich glaube, wir sind da. Sind wir da? Sind wir da? Ist es das? Nee. Schade. Mein Clicker-Game ist mittlerweile so unendlich weit fortgeschritten. Ich bin ein bisschen erstaunt über mich selber. Also mal gucken, vielleicht mache ich wirklich irgendwann über mein eigenes Clicker-Game mal ein Let's Play. Das wird natürlich nicht das Let's Play hier ersetzen, sondern wenn überhaupt dann das Clicker Hero Let's Play ersetzen. Also nur als kleine Special-Folgen oder so. Weil so viel Content bietet mein Spiel sowieso nicht. Mal ganz davon abgesehen. Aber ich bin trotzdem schon ein bisschen stolz drauf, dass mein Clicker-Game mittlerweile echt... Naja, guckt einfach mal... Für die Leute, die es interessiert, guckt einfach mal ein Clicker-Hero-Let's Play da... Also, das war's. Die Folgen, die heute kommen werden. Für euch? Nein, Quatsch. Die Folgen, die kamen ja für euch bereits. Das sind jetzt die Folgen für Freitag. Also die Folgen, die gestern kamen, müsst ihr euch, glaube ich, angucken. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Aber warte mal ganz kurz. Also, wir haben jetzt Freitag. Also, die Folgen kommen jetzt am Freitag. Und die Clicker-Hero-Folgen, die kommen doch heute. Heute ist ja Freitag. Ja, genau. Ja, okay. Das heißt also doch die Folgen, die jetzt nach der Folge hier rausgekommen sind. Ich brauche Urlaub. Und so ein bisschen Spitzhacke alle. Ein Verschleiß. Wie lange geht das denn noch? Da ist das Problem am Admin sein, wenn man hier als Admin-Konto ist, dann geht alles so wunderbar schnell. Aber der Weg scheint doch ein bisschen weiter zu sein. Ist die Flucht bis jetzt überhaupt gut hier oder habe ich die Treppe irgendwo verkackt? Die Treppe ist noch... Oh, ja, hier habe ich ein bisschen verkackt. Hier habe ich auch die Fackel komplett verkackt. Aber ich komme überall noch hoch. Sehr schön. Okay, na dann. Ich habe zweimal verkackt. Was ist denn hier los? Nee, das kann ich so nicht stehen lassen, ne? Also da müssen wir hier aber nochmal nachbessern. Ah, oh, siehst du, und werden sogar direkt belohnt. Siehst du, das Spiel möchte, dass ich nachbessere. Das hat mich dazu gezwungen.
auf indirekte, aber sehr angenehme Art und Weise. So, jetzt kann ich hier eine Rocket setzen. Upsala, bitte nicht so. Alter. Verarschen kann ich mich selber. So, perfekt. Okay. Warum ich hier gerade so pingelig genau bin, weil ich halt selber einfach nicht weiß, wie genau die Flucht ist und hoffe, dass wenn ich möglichst gerade, möglichst gerade runter dinge, dass ich dann wirklich genau in der Flucht bin, der ich hoffe, dass ich bin. Ja. Das wird ein Spaß, das sag ich euch. Ja, geil, die erste Höhle ist da. Okay. Und das ist aber nur so ein kleiner, ne, so kleiner Wegstein quasi. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich sag sowieso ganz viele Sachen, die nicht stimmen. Achso, Dr. Kröpfchen war was Besonderes. Und gleich hier nach dieser Höhle kommt die Höhle, die wir suchen. Hoffe ich. Ja, Lava. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, die Lava müssen wir jetzt natürlich erstmal direkt hier flankieren. Ja, ganz klar. So, dann gehen wir mal runter. Oh, Mese. Cool, hier gibt es auch Mese. Okay, das ist geil. Aber was wir eigentlich eher suchen. Lass ich mal hier hoch, damit wir nicht alles klauen. Was wir eigentlich suchen, ist. Ist oh, Alter, Alter, Licht, Licht. Wo ist denn Licht hier? Mann. Ja, klar, danke. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Da oben kommen wir raus. Okay, dann muss ich noch erstmal eine Leiter wieder hinbauen. Ich mach mal hier so eine Fackel hin. Boah, Alter. Sieht hier voll geil aus. Ja, gut. Ja, das hier ist das einzige Lava. Der einzige Lava-Bereich in der ganzen großen, weiten Map. Ich habe die gesamte Map abgesucht und das ist alles, was ich an Lava gefunden habe. In der gesamten Map. Ja, gut. So schlimm ist es nicht, aber ich fühle mich gerade so. Das ist echt. Wie lange ich nach diesem Lavabrunnen hier gesucht habe, ihr glaubt es gar nicht. Gut, es kam jetzt auch noch erschwerend hinzu, während ich gesucht hatte, musste die gesamte Map erstmal generiert werden. Das heißt, es hat noch ein bisschen länger gedauert, als wenn ich einfach direkt hätte überall lang fliegen können. Aber es war trotzdem, ich musste halt ewig suchen, bis ich diesen Tümpel hier gefunden habe. Das grenzt zwar schon an Cheaten, aber jetzt muss man dazu sagen, okay. Wenn es halt so ultra selten Lava gibt und wir wollen ja hier im Let's Play auch ein bisschen weiterkommen, weil wenn ich jetzt nicht diesen Tümpel gefunden hätte und wir wirklich einfach unseren Tunnel hätten weiter geradeaus gegraben, immer weiter, wie gesagt, dann hätte ich bis minus 2000 graben müssen, damit wir dann auf Lava gekommen wären. Das hätte also nochmal so lange gedauert, wie wir halt bisher auch gebraucht haben schon. Und ich denke mal, habe ich euren Zuspruch, wenn ich sage, was nicht sein muss, muss nicht sein. So, jetzt folgendes. Wir haben hier mehrere Tümpel. Da fließt immer noch das Wasser runter. Gott. Okay. Der Tümpel da. Nein. Ich glaube, das ist ein anderer als der, den wir hier oben haben. Na, der doch ist der gleiche. Der Tümpel hier, das ist das, was wir wollen. Und jetzt guckt euch das bitte an. Full Fahrt. Yay, 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 yay. Ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Und unter der Lava ist noch viel mehr. Also laut dem, was ich erstmal gesehen habe. Das Problem ist jetzt natürlich, wir müssen die ganze Lava erstmal beseitigen.
Das heißt, ich. Oh, Diamanten. Das heißt, ich buddel mich erstmal hier durch. Und zwar ungefähr erstmal eine Fackel hinstellen, ne? Ganz obligatorisch. Was sein muss, muss sein. So, und jetzt buddeln wir uns hier einfach hier lang und hoffen mal, dass ich nicht gleich von Sulfat von Lava überflutet werden. Oh, sinnvoll. Für Sulfat ist immer Platz. Weg mit dir, weg mit dir. Alter, Sulfat. Guckt euch das an. Wir haben Sulfat gefunden. Ich muss natürlich nur aufpassen, ne? Wegen Lava kann ich natürlich überall in der Nähe sein. Ich lasse mal die Fackel da. So, kommen wir hier zur Lava? Oh ja. Oh nein, ich habe gerade La Oh, ich habe gerade Sulfat verloren. Ist in Lava gefallen. Ich fick deine Oma, du Kacklava, du. So, hier machen wir Wasser hin. Ich habe da gerade einen Diamanten gesehen. Hä? Wieso kann ich hier durch die Lava durchgucken? Muss das so sein? Nee, ne? Normalerweise eigentlich nicht. Oh, okay, jetzt ist die Fackel da unten sowieso gleich weg. Ach nee, doch nicht. Sehr schön. Wieso konnte ich hier gerade durch die Lava durchgucken? Upsala! Zum Glück haben wir Wassereimer dabei. Ich mach mal dahin. Licht. Okay, warum konnte ich von oben durch die Lava durchgucken? Ich weiß das immer noch nicht so ganz. Ich mache mal hier erstmal ein bisschen sauber, damit wir hier mal eine ordentliche Fläche zum Bauen haben. Oh, Sulfat, guckt euch dieses Sulfat an! Oh, Alter, so lange haben wir darauf gewartet und hier ist einfach Massen davon, ohne dass wir es gewusst hätten. Alter, das hätten wir nie im normalen Leben gefunden. Weißt du, das war so richtig so frei nach dem Motto, ja. Pech gehabt, die Bitches. So, kann ich jetzt hier sicher langlaufen? Ah, da ist schon wieder Lava. Aber gerettet. Ha. Ich habe meine Lava gerettet. Meine Sulfat gerettet. Orte, an denen man nicht runterfallen möchte. Nummer 1, Lava. Oh mein Gott, nein. What the fuck? Hä? Warum genau fließt du jetzt nicht rum? Ist ja auch egal. So, okay, das heißt, wir müssen hier definitiv erstmal die ganze Lava wegbekommen. Und dazu muss ich leider, wenn ich gleich ein paar Fackeln abfallen, das auf sie dann abbauen. Ist aber gar kein Problem. Wobei, warte mal ganz kurz. Ich mach mal das Wasser hier doch weg. Und mach lieber eins weiter unten hin, damit da hinten nichts, die ganze Lava schon weg ist. Oh, jetzt fließt hier wieder alles runter, ne? Ach du Kacke. Ach gut. Noch nicht. Glück gehabt. Genau, damit nämlich nicht gleich die ganze Lava verschwindet. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Upsala. Und da war die nächste Spitzhacke weg. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen. Weg, 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 weg. Oh, und voll. Weg, 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 weg. Ja, schön. Gut, du kannst gleich mal da. Obwohl, ne, lieber nicht. Alter, jetzt haben wir. Klar. Weißt du, wir suchen einfach 40 Folgen lang Sulfat. Ja. Und jetzt finden wir alleine in einer einzigen Folge einfach mal einen ganzen Stack davon. Und wir haben noch nicht mal alles abgebaut. Ha, das wäre noch schöner. Brupp, bupp, bupp, bom. So, her damit. Mir wäre es lieb, wenn wir ein bisschen mehr Licht hätten. Da. Hier kann auch noch eine hin. So. Und ja, wir werden jetzt hier in dem Bereich erstmal die gesamte Lava abbauen.
damit wir möglichst gut an das Sulfat rankommen. Wobei wir das auch auf nächste Woche, nächste Woche, klar. Auf nächste Folge verschieben können. Wir haben Sulfat! Holy shit! Ach übrigens, hatte ich noch komplett vergessen gehabt. Bei der Lava, die ich übrigens gefunden habe, als ich gerade nach unten gegangen bin, also die wir gefunden hätten, wären wir bis minus 2000 gedingsterbumstert. Da habe ich auch kein Sulfat gefunden. Das heißt, das wäre zwar, wir hätten zwar Lava, aber immer noch eine Pleite, weil wir immer noch kein Sulfat hätten. Also das ist... Ne du. Das geht nicht mit rechten Dingen ab hier. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Na gut, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge dann. Ciao mit V.